Flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hier ist das erste deutsche Kinderfernsehen mit der Checkerschau. Da, 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 da. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hi, Leute. Berlin. Was denn? Na, was denn? Das ist eine Nachrichtensendung. Das sieht man doch sofort. Findest du nicht? Oh, Mann. Naja, aber darum geht's heute, um Nachrichten. Bin ich hier auch fertig, ne? Oh. Und jetzt zum Wetter. Auf Englisch heißen Nachrichten News. Das kommt von new, also neu. Und genau darum geht's bei Nachrichten. Um Neuigkeiten, die wir übers Radio, die Zeitung, das Fernsehen oder übers Internet erfahren. Aus der unendlichen Menge an Nachrichten filtern Journalisten die interessantesten heraus. Wenn sie glauben, ey, das könnte für die Leute wichtig sein, dann berichten sie darüber. Und zwar am besten so, dass es alle verstehen. Wie das genau geht, das checke ich bei der bekanntesten Nachrichtensendung Deutschlands, der Tagesschau. Dort darf ich hinter die Kulissen gucken und sogar mitarbeiten. Außerdem checke ich, wie Nachrichten früher verbreitet wurden, als es noch kein Fernsehen oder Internet gab. Und ich finde raus, wie Nachrichten in die Zeitung kommen. Denn Zeitungen sind auch heute noch wichtig. Gerade wenn es um längere Berichte oder sogenannte lokale Nachrichten aus der eigenen Stadt oder Region geht. Immer öfter werden aber auch falsche Nachrichten verbreitet. Sogenannte Fake News. Fake ist Englisch und heißt übersetzt falsch. Was diese falschen Nachrichten anrichten können, das checke ich mit dem Social Media Team der Tagesschau. Und hoffentlich kann ich auch mal in das berühmte Tagesschau-Studio rein. Ob das klappt, seht ihr jetzt. Hier kommt der Nachrichtencheck. Und nun zu den Checkerfragen. Was sind Nachrichten? Was bedeutet Pressefreiheit? Und was sind Fake News? Das checke ich für euch. Zuerst bin ich bei der Tagesschau in Hamburg. Die gibt es schon seit mehr als 70 Jahren. Und sie ist auch heute noch die beliebteste deutsche Nachrichtensendung. Die Erkennungsmelodie habt ihr bestimmt schon mal gehört. Pro Tag gibt es 5 Sendungen. Jede ist 15 Minuten lang. Am Abend um 20 Uhr gucken die meisten Menschen zu. Um die 9 bis 10 Millionen. Hier treffe ich gleich Selina. Sie ist eine von 150 Journalistinnen und Journalisten, die hier die Nachrichten für die Sendung vorbereiten. Hast du Bock auf eine Führung? Total, klar. Super. Natürlich will ich zuerst ins berühmte Tagesschau-Studio. Das ist ja schon mal sehr cool hier. Wir sind jetzt im Eingangsbereich vom Studio und hier werden ganz viele Nachrichtensendungen produziert. Den ganzen Tag über ist das Studio besetzt. Und wo ist das Studio? Das Studio ist da, guck mal. Mhm. Da blinkt gerade Ruhe. Heißt? Da können wir jetzt nicht rein, weil da jetzt im Moment eine Sendung produziert wird. Da ist gerade jemand drin, tatsächlich. Ja, genau. Und dreht. Ja, genau. Ich probiere es auf jeden Fall weiter aus. Das ist unser Newsroom. Hier arbeiten alle Journalisten der Tagesschau, recherchieren, schreiben die Meldungen und bereiten die Sendung vor. Wie cool. Also hier entsteht die Tagesschau, kann man sagen. Ganz genau, hier entsteht die Tagesschau. So, Tobi, das ist mein Arbeitsplatz. Hier schreibe ich die Nachrichten. Cool. Weißt du was? Dann klären wir doch hier direkt die erste Checkerfrage. Was sind Nachrichten? Was ist denn eine Nachricht? Eine Nachricht ist ein Bericht über ein Ereignis, was irgendwo auf der Welt oder in Deutschland stattgefunden hat und was ganz viele Menschen interessiert und was auch für ganz viele Menschen wichtig ist. Und woher wisst ihr denn, was die Leute in Deutschland wichtig finden und was nicht? Wenn wir mal als Beispiel einen Stromausfall an einer Schule nehmen. Wenn der Stromausfall in Bayern an einer Schule ist, dann ist das zwar wichtig für die Kinder vor Ort, aber für uns ist das nicht so wichtig. Ja. Das ist nicht für alle Menschen wichtig. Aber wenn jetzt an allen Schulen in Deutschland ein Stromausfall ist, dann wäre das schon eine wichtige Nachricht, die in die Tagesschau müsste. Aber wie alt darf denn so eine Nachricht sein, damit ihr noch darüber berichtet? Also die Nachrichten sind schon in der Regel 24 Stunden maximal alt, ne? Aber wir berichten auch ganz aktuell. Also sobald eine Nachricht da ist, sobald eine Information da ist, muss die Tagesschau darüber berichten. Verstehe. Also Nachrichten sind Neuigkeiten,
Sachen, die gerade passiert sind, Ereignisse. Und ihr berichtet über die, wenn sie eben für alle Leute in Deutschland interessant sind. Eine Nachricht an viele Menschen gleichzeitig zu senden, das war früher gar nicht so leicht. Nachrichten wurden schon übermittelt, lange bevor es die erste Zeitung gab. Etwa von Brieftauben oder auch Postkutschen und Postreiter. Das Problem war nur, solche Nachrichten hatten immer nur einen Empfänger. Ist ja logisch. Nachrichten an richtig viele Empfänger konnten erst verschickt werden, als der Buchdruck erfunden wurde. Und der Erfinder vom Buchdruck war vor ungefähr 600 Jahren er hier, Johannes Gutenberg. Seine Art zu drucken war noch richtig aufwendig. Man musste die Buchstaben einzeln in so einem Setzkasten zu Wörtern oder ganzen Textseiten zusammenbauen. Aber vorher konnte man halt gar nicht drucken. Da musste wirklich alles von Hand, Seite für Seite abgeschrieben werden. Was für eine Arbeit, ne? Heute werden Zeitungen in rasender Geschwindigkeit gedruckt. Guck mal. Zeitungen, so wie wir sie heute kennen, gibt es seit ungefähr 400 Jahren. Nachrichten im Radio seit ungefähr 100 Jahren. Im Fernsehen seit etwa 70 Jahren. Und gerade mal seit 20 Jahren gibt es Nachrichten im Internet. Nachrichten sind Neuigkeiten, die für viele Menschen interessant sein können. Journalisten machen daraus Berichte, die möglichst jeder versteht. Gecheckt. Damit Selina hier in Hamburg von allen wichtigen Neuigkeiten erfährt, hat sie nicht nur Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Die heißen Auslandskorrespondenten. In den 31 Auslandsstudios der Tagesschau arbeiten etwa 100 solche Korrespondenten. Sie ziehen sogar extra ins Ausland, um direkt von dort zu berichten. Ihre Neuigkeiten schicken sie nach Hamburg, in die Tagesschauzentrale. Weil diese 100 Korrespondenten nicht alle Länder abdecken können, gibt es zusätzlich noch sogenannte Nachrichtenagenturen. Das sind Firmen, die auch Journalisten im Ausland beschäftigen. Sie liefern Informationen an Zeitungen, Internetseiten oder Sender auf der ganzen Welt. Auch an die Tagesschau. So verpassen Selina und ihre Kollegen wirklich nichts. Die Neuigkeiten landen dann zum Beispiel auf Selinas Computer. Da können zu einem Thema schon mal so 370 Berichte reinkommen. Selina muss aus den vielen Informationen die wichtigsten raussuchen. Was wirklich in die Sendung kommt, das entscheidet Selina mit ihren Kollegen jeden Tag neu. In einer großen Themenkonferenz. Und das Beste, eine Nachricht für die heutige Sendung darf ich aussuchen. Gemeinsam mit Selina. Wie wär's mit Klimakonferenz? Ist doch ein mega wichtiges Thema. Aber ob ich die Nachricht auch durch die Themenkonferenz kriege, das seht ihr gleich. Vorher noch zurück ins Checkerschau-Studio. Ja. Im Nachrichtencheck erwartet sie als nächstes die Mitmachfrage. Hey, ich moderiere die Nachrichten hier. Na toll. Ah, jetzt habt ihr es schon gehört. Jetzt eine Frage an euch. Was bedeutet objektive Berichterstattung? Dass Journalisten A. von ihren persönlichen Erfahrungen berichten, B. möglichst ohne eigene Meinung berichten oder C. von etwas berichten, das nicht stimmt. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Jetzt aber ab zur Themenkonferenz. Hoffentlich verstehen die, dass meine Nachricht unbedingt in die Sendung muss. Das ist unser Konferenzraum, da gehen wir jetzt rein. Jetzt wird's ernst. Ja. Da sitzen da schon voll viele Leute. Jeden Tag um 10.30 Uhr treffen sich hier wichtige Journalistinnen und Journalisten der Tagesschau und diskutieren über die Themenvorschläge. Chefredakteur Markus und sein Stellvertreter Helge leiten die Besprechung. Und ich soll gleich mein Klimathema vorstellen. Oh je. Wir haben auch noch ein Thema gefunden. Wir fanden das ziemlich wichtig. Ich habe auch alle wichtigen Sachen markiert. Und zwar findet heute so ein Klimagipfel statt in Madrid, in Spanien, wo Leute zusammenkommen, die es wichtig finden, dass man über das Klimathema spricht. Und wir haben gedacht, Klima ist ja was, was eigentlich alle Leute auf der ganzen Welt betrifft, ne? Und wenn sich da so ganz viele Menschen treffen, um darüber zu sprechen, dachten wir, das ist vielleicht auch noch eine Nachricht. So richtig zu einem Ergebnis kommen sie nicht. Außerdem haben wir fast jeden Freitag Fridays for Future im Programm. Also müssen wir noch mal drüber reden, oder wie sieht das die Runde? Ich finde die Idee gar nicht so übel. Ich fände es auch nicht so sinnlos. Der Chefredakteur fragt besonders streng nach, damit wirklich nur die wichtigsten Nachrichten in der Sendung landen. Wir machen die SPD und wir greifen die Idee von Checker Tobi auf und beschäftigen uns mit dem Klimagipfel, mit einem Stück aus Madrid. Habt ihr das gehört? Mein Thema kommt wirklich in die Sendung. So, wie wird denn jetzt daraus eine Meldung, eine Nachricht, wie sie wirklich heute Abend vorgelesen werden kann? Ja, die musst du jetzt schreiben.
Ich genau. soll das machen? Ja, mach mal, probier. Übung macht den Meister. Okay, dann mach ich mal. Echt nicht so leicht, alles Wichtige in so eine kurze Nachricht zu packen. Ah, ich glaube, jetzt läuft's ganz gut. Was hältst du von meiner Nachricht jetzt hier? Bisschen schwierig. Hast du überhaupt was recherchiert? Also, wo sind deine Quellen? Ich hab doch mal einen Text. Ein Zettel? Naja, das war doch diese Agenturmeldung. Genau, aber das ist ja nur eine Quelle, ne? Wir versuchen, möglichst viele Quellen heranzuziehen, damit wir uns sicher sein können, dass die Informationen auch stimmen. Stimmt natürlich. Für meine Sendung checke ich ja auch immer alles doppelt und dreifach. Also das ist schon mal eine wichtige Regel, ganz sicher sein, dass die Sachen, die ich da sage, stimmen. Mhm. Weil wenn ein Journalist, zum Beispiel der hier, einen Fehler gemacht hat, nicht mal absichtlich, und ich schreibe das einfach so ab, dann denken alle Leute in Deutschland, das ist jetzt die Wahrheit und es stimmt aber vielleicht gar nicht. Genau. Das darf nicht passieren. Nee, also die Fakten müssen wirklich stimmen, die da drin stehen. Die Bundesumweltministerin, die findest du klasse. Warum hast du das gemacht? Hä, aber die ist ja die Umweltministerin. Das heißt ja, die kümmert sich um Klima und Umwelt, was ja ein wichtiges Thema ist. Dann ist doch super, dass es die gibt. Die Nachricht, die soll aber eigentlich möglichst objektiv sein. Das heißt, dass wir unsere eigene Meinung, die wir zu dem Thema haben, gar nicht mit in die Nachricht reinschreiben. Weil der Zuschauer soll die Chance haben, sich seine eigene Meinung zu bilden. Das sind so die Regeln, kann man sagen, oder? Alles, was drin steht, muss wirklich richtig sein. Es muss von mehreren Leuten überprüft werden, ob das eigentlich alles stimmt, was ich da reinschreibe. Und eigene Meinung gehört nicht rein, weil der Zuschauer soll sich eine Meinung selbst bilden können. Okay, kapiert. Selina schreibt die Nachricht fertig. Ich versuch's noch mal im Studio. Mist, immer noch besetzt. Hi, kann ich dir helfen? Linda. Checker Tobi, oder? Ja, hallo. Hi. Du moderierst doch die Tagesschau. Ja. Perfekt, dass ich dich treffe. Ich will schon die ganze Zeit in dieses Studio rein. Kann ich? Ich glaube, im Moment ist Sendung. Dann kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, falls ich irgendwann später da reinkomme, was ich beachten muss. Es gibt ja so Tage, wo sich der Mund so ein bisschen müde anfühlt. Und um den wach zu bekommen, gibt es auch eine schöne Übung, die geht so. Aha, verstehe, okay. Dann schüttelt man sich erst einmal so. Wirklich? Sowas machen Tagesschausprecher? Okay, nee, das sind doch schon mal super Tipps. Linda, vielen, vielen Dank. Bitteschön. Falls ich da noch reinschaffe, weiß ich, was ich zu tun habe. Alles klar. Dank dir. Bitteschön. Und irgendwie schaffe ich das schon noch. Später. Jetzt bin ich nämlich erstmal in München beim Bayerischen Landtag. Zusammen mit Lisa. Sie schreibt als Journalistin für eine der größten Tageszeitungen in Deutschland, die Süddeutsche Zeitung. Andere große Tageszeitungen sind zum Beispiel die Bild-Zeitung, die Frankfurter Allgemeine oder die Welt. Mit Lisa will ich checken, wie eine Nachricht in die Zeitung kommt. Eins weiß ich schon, sie ist meistens nicht in ihrem Büro, sondern draußen. Denn wie die Korrespondenten der Tagesschau holt sie sich die Infos direkt vor Ort. Heute eben aus dem Bayerischen Landtag. Hallo Lisa. Hallo Tobi. Grüß dich. Hier sagt man Servus übrigens, wir sind in Bayern. Ah genau, in Bayern sagt man Servus statt Hallo, ne? Genau. Und das hier ist ja auch der Bayerische Landtag, richtig? Richtig. Was passiert denn hier? Hier kommen die Politiker zusammen aus Bayern und beschließen dann auch Gesetze, was draußen so passieren soll. Okay. Heute redet der Hubert Aiwanger, das ist der stellvertretende Ministerpräsident. Der Vizechef von Bayern. Richtig. Spricht gleich. Genau. Du bist dabei. Der Vizechef wird gleich erzählen, was in den nächsten Jahren in Bayern passieren soll. Und wir sollen das Wichtigste rausfiltern. Lisa, was muss ich jetzt wirklich machen? Und wer ist jetzt eigentlich die wichtige Person? Die wichtige Person ist der Mensch hier, der da ganz vorne sitzt, der Hubert Aiwanger. Der wird gleich reden. Und du schreibst am besten einfach mit, was er sagt. Okay, mitschreiben, was er sagt. Genau. Das kann ich. Dieser Hubert Aiwanger spricht eine ganze Stunde. Daraus soll ich dann mit Lisa eine Nachricht von gerade mal ein paar Zeilen machen. Und wir haben dazu nur knapp 1,5 Stunden Zeit, denn dann wird die Zeitung gedruckt. Unsere Nachricht soll später im regionalen Teil der Süddeutschen stehen. Also in dem Teil, der nur das Bundesland Bayern betrifft. Nachrichten, die ganz Deutschland betreffen, nennt man überregional. Jetzt müssen wir aus unseren Aufzeichnungen also eine Nachricht machen. Richtig. Da gibt es fünf Fragen, die du beantworten musst. Wer, was, wann, wo und warum? Das sollte in den ersten zwei Sätzen drin stehen. Okay, kannst du schnell tippen, weil das kann ich leider nicht so gut. Alle diese W-Fragen müssen wir jetzt in nur 35 Zeilen beantworten. Echt eine schwierige Aufgabe. Und das Ganze ja auch noch unter Zeitdruck. Kannst du denn eigentlich als Journalistin schreiben, was du willst? Also wir dürfen natürlich nicht lügen, wir sind zur Wahrheit verpflichtet, das steht auch in dem Gesetz. Aber wir dürfen alles schreiben, was wirklich passiert ist. Und das machen wir auch. Das heißt, im wichtigsten Gesetz, was Deutschland hat, steht die Pressefreiheit drin. Die Pressefreiheit, okay.
Das ist auch die zweite Checker-Frage. Was bedeutet Pressefreiheit? Pressefreiheit bedeutet, dass die Medien ihre Nachrichten und auch ihre Meinungen veröffentlichen dürfen, ohne dass die Regierung sie kontrolliert oder verändert. Jetzt könnte man sagen, hä, aber das ist doch selbstverständlich. Ist es aber nicht. Vor rund 80 Jahren war in Deutschland dieser Mann an der Macht. Adolf Hitler. Er hat auch den schrecklichen Zweiten Weltkrieg angezettelt. Hitler hat über die Nachrichten Lügen und Hass verbreitet. Auf die Art und Weise wollte er erreichen, dass alle Leute in Deutschland denken, dass alles, was er tut, gut ist. Und so wollte er möglichst lange an der Macht bleiben. Nachdem Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hatte, wurde die heutige Bundesrepublik Deutschland gegründet. Und es wurde auch das wichtigste Gesetz ins Leben gerufen, das Grundgesetz. Das gilt heute immer noch, gibt's also schon seit über 70 Jahren. Im Grundgesetz steht zum Beispiel drin, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Dass jeder frei seine Meinung sagen darf und sich auch frei informieren darf. Und auch, dass die Presse, also Radio, Fernsehen, Internet und Zeitungen, frei berichten dürfen. Das ist extrem wichtig, weil nur so kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Es gibt auch heute noch Länder, zum Beispiel die Türkei oder China, wo die Nachrichten von der Regierung kontrolliert und verändert werden. Ich finde, so wichtige Grundrechte wie die Pressefreiheit sollte es in allen Ländern geben. Die Pressefreiheit garantiert, dass in einem Land niemand die Medien kontrollieren und missbrauchen kann. Gecheckt. Die Pressefreiheit gilt in Deutschland nicht nur für Zeitungen, Radio oder Fernsehen, sondern auch für Nachrichten im Internet. Zum Beispiel in Apps von Zeitungen. In sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook, TikTok oder Twitter kann jeder eine Nachricht verbreiten, auch wenn er gar kein Journalist ist. Das Problem dabei ist, häufig wird dann nicht überprüft, ob auch wirklich alles stimmt. Oder es wird sogar absichtlich gelogen. Was dann passiert, das checke ich jetzt mit Patrick. Er kümmert sich bei der Tagesschau um die Nachrichten in den sozialen Netzwerken. Ah, da hinten ist er ja. Patrick. Grüß dich. Hey, moin. Hi, Tobi. Hi. Sag mal, du machst Social Media bei der Tagesschau, ja. Richtig? Perfekt. Das hat dann, glaube ich, auch was mit meiner dritten Checker-Frage zu tun. Was sind Fake News? Was sind denn Fake News? Ja, Fake News sind falsche Informationen, Lügen, die getarnt als Nachricht rüberkommen und eben das Ziel haben, andere schlecht dastehen zu lassen oder dich selber besser. Wie schnell man solche Fake News erstellen kann, zeigt mir Patrick bei Grafiker Mirko. Und ich habe auch schon eine Knaller-Idee. Ich habe einen Kollegen und einen Kumpel, Checker Julian, und wir könnten dem doch die Haare einfach nur am Computer blau färben und das mit der Nachricht verbreiten, Checker Julian hat sich die Haare blau gefärbt, weil er will, dass alle Kinder jeden Tag die Schule blau machen. Und mit nur ein paar Klicks hat Julian tatsächlich blaue Haare. Ha, ist ja auch nur ein Witz. Ist das jetzt echt so schlimm? In der echten Welt gibt es eben auch Leute, die sowas boshaft meinen und die dann eben ganz bewusst Falschnachrichten verbreiten, die anderen Menschen schaden können. Zum Beispiel Politiker, die dann aufgrund einer Falschnachricht nicht mehr gewählt werden. Okay. Oder Menschen, die ihren Job verlieren, weil über sie falsche Dinge berichtet werden. Aber was wäre denn jetzt wirklich die Gefahr für Julian? Angenommen, ich würde das so veröffentlichen. Was kann denn passieren? Vielleicht glauben die, du meinst das ernst und gehen dann nicht zur Schule. Dann ärgern sich die Lehrer, dann ärgern sich die Eltern. Und am Ende bekommt Checker Julian vielleicht auch die ganze Wut ab. Also ich verstehe schon mal, Fake News sind gefährlich, weil so eine harmlose, eigentlich lustig gemeinte Lüge richtig krasse Auswirkungen haben kann. Im schlimmsten Fall wirklich gefährlich werden können für Julian, obwohl ich es gar nicht so gemeint habe. Deshalb rät Patrick, besonders auffällige Nachrichten immer überprüfen. Am besten mal auf Spurensuche gehen und gucken, ob auch andere von der Nachricht berichten. Ist zum Beispiel nur das eine Foto von Julian im Umlauf, dann könnte es sein, dass da was faul ist. Fake News sind Lügen, die aussehen wie normale Nachrichten. Sie können richtig gefährlich werden. Check. Ich probier's nochmal beim Studio. Ach Mist. Ach, schade. Das Einzige, was heute nicht geklappt hat, ist einmal in dieses Tagesschau-Studio reinzukommen. Klappt bestimmt beim nächsten Mal. Hey, Tobi, es ist frei. Jetzt? Komm mit. Nicht dein Ernst. Echt, jetzt kann ich rein. Wow, das berühmte Tagesschau-Studio. Ich bin endlich da. Ja. Danke. Wie viele Scheiben, was hier alles steht. Ja. Wir haben hier keine Kameramänner, sondern es sind quasi alles Roboterkameras. Also ich stehe hier ganz alleine und die machen das vollautomatisch. Okay? Okay. Kriegst du hin? Krieg ich hin.
Ich bin gespannt. Okay. So, welche Nachrichten haben wir denn? Na, das ist alles nicht wichtig. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kinderinnen und Kinder. Wir unterbrechen das Programm für eine Eilmeldung. Checker Tobi ist heute live im Tagesschau-Studio. Hey, stopp, ich bin noch nicht fertig, meine Eilmeldung, Freunde. Licht an! Oh Mist, sowas Doofes. Leute, ich treffe jetzt als nächstes Jens Riva. Der spricht heute Abend die Tagesschau und damit auch die Nachricht, die Selina und ich rausgesucht haben. Gerade ist er in der Maske. Ich geh mal rein. Hallo. Moin. Darf ich kurz reinkommen? Ja. Guten Tag. Ich bin Hi, der Tobi. Hallo. Ja. Hallo Jens. Hi. Voll gut. Hallo. Tobi heiße ich. Hi. Hast du kurz Zeit? Ich habe mit Selina auch eine der Nachrichten haben wir ausgesucht, quasi den Klimagipfel heute. Und es wäre so cool, wenn du da sprichst und du gibst uns beiden, wir sind in der Regie, so ein winzig kleines Zeichen. Weißt du, vielleicht kannst du einen kleinen Finger anheben oder sonst irgendwas machen? Irgendein Mini-Zeichen, das nur wir kennen. Würdest du es tun? Na, kleiner Finger sieht natürlich doof aus. Dann mache ich einmal so mit den Fingern. Also, als könnte ich das Blatt nicht richtig greifen. Ey, das wäre der allercoolste. Das wäre so cool. Na, Deal, natürlich. Okay. Jens, gute Sendung dir. Ja, komm gleich noch. Bis später. Bis später. Danke dir. Danke euch. Dann gehe ich jetzt in die Regie, guck dazu, da treffe ich auch Selina wieder. Und der Jens, guck mal, der ist auch schon im Studio, denn siehst du hier. Ja, der steht da. Und soll ich dir was sagen? Ich habe Jens ja gerade kurz in der Maske getroffen. Er hat versprochen, dass er so ein Mini-Zeichen gibt. Er will mit der einen Hand so machen. Boah, da müssen wir aber gleich ganz genau hingucken, ob er das wirklich macht bei der Meldung. Das wäre so. Das wäre so. 4, 3. Das geht los. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. So, Leute. Und jetzt mal ganz genau auf den Finger achten. Heute im Studio Jens Riva. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit eindringlichen Appellen an die Staaten der Welt hat in Madrid die 25. Weltklimakonferenz begonnen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres sagte... Yes. Habt ihr es gesehen? Ganz am Anfang hat er kurz so gemacht, als er das Papier gegriffen hat. So Leute, Sendung vorbei und ich muss sagen, Selina, es hat richtig Spaß gemacht, da drin zu stehen, zuzugucken und so. Und unsere Nachricht war da. Unsere Nachricht wurde vorgelesen. Ja, genau, ich hab's gemacht. Die hast du es gesehen? Ich hab's gesehen, du hast das Zeichen gegeben. Und du hast auch, das habe ich vorhin auch gesehen, Tobi auf den Zettel geschrieben. Absolut, gehört sich so. Ey, wirklich, ihr beiden, das hat richtig Spaß gemacht heute. Vielen, vielen, vielen Dank. Läuft bei dir. Ja. Danke euch sehr. Und für euch noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was bedeutet objektive Berichterstattung? Dass Journalisten a. von ihren persönlichen Erfahrungen berichten, b. möglichst ohne eigene Meinung berichten oder c. von etwas berichten, das nicht stimmt. Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Die Nachricht, die soll möglichst objektiv sein. Das heißt, dass wir unsere eigene Meinung, die wir zu dem Thema haben, gar nicht mit in die Nachricht reinschreiben. Mhm. Weil der Zuschauer soll die Chance haben, sich seine eigene Meinung zu bilden. Richtig ist also Antwort B. Und jetzt nochmal zurück ins Studio. Meine Damen und Herren, liebe Kinderinnen und Kinder, das war's von der Checkerschau. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Dann haben wir's, oder? Super. Alles gut, nichts passiert. Und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.